So Leute, guckt euch das mal an, deswegen verliere ich Strom. Der ADAC-Mann hat es direkt erkannt. Ich habe es natürlich nicht erkannt. Seht ihr diese Körner hier? Da ist irgendwie eine Ratte oder ein Marder drin, hat der ADAC-Mann. Das ist der Fachmann, der weiß auch Bescheid. Deswegen habe ich auch wahrscheinlich Kriechstrom. Hier, guck mal, der Drecksvieh hat auf meinem Motor seine Nüsse gefressen. Ach du Scheiße, der ADAC-Mann hat es einfach direkt erkannt, ey. Wie geil ist das denn? Jetzt weiß ich auch, warum mein Auto Strom verliert. Batterie gerade mal... Muss nicht unbedingt. Wie geil ist das denn, ey? Ja, ihr habt es ja am Anfang des Videos gesehen. Wie gesagt, ich fahre den Wagen ja schon ein paar Jährchen so. Und ich hatte das Problem einfach nicht. Und dann... So, ADAC-Mann macht die Haube auf und mir ist das irgendwie nie aufgefallen. Ich habe da nie hingeguckt. Das Erste, was der sagt, sagt er, ey, du hast einen Marder oder eine Ratte. Sag ich so, wie? Sagt er, guck mal da vorne auf deinem Motor. Ich denke mir, hä, was meint der? So meint der, geh mal näher, sehe ich die ganzen kleinen Nüsse da rumliegen, so zerknabberten. Ey, hör mal, es ist kalt, weißt du? Jetzt musst du dir das so vorstellen, hat der ADAC-Mann mir so erklärt, ne? Pass auf, du fährst mit dem Wagen, sagen wir mal, eine halbe Stunde, Stunde rum, der Motor ist richtig warm, heiß, so. Und dann stellst du den Wagen im Winter irgendwo hin. Kommt irgendein Marder vorbei, eine Ratte, und der merkt ja, die Tiere, die merken ja Hitze und Wärme eher als Menschen, ne? So, minus 5 Grad, minus 10 Grad Winter, das Vieh denkt, ey, hör mal zu, voll kalt, kommt an dein Auto vorbei, merkt diese, du musst auch mal teilweise darauf achten, wenn du deinen Motor abstellst und 2 Stunden später in der Kälte wieder zu deinem Auto gehst, die ganzen Motorteile sind immer noch heiß bzw. warm. Ja, und das Vieh hat sich gedacht, geil, da ist warm, ich wärme mich mal auf. Was macht der? Kriecht irgendwo in deinen Motorraum, setzt sich oben da drauf, fängt an den Nüssen rumzuknabbern. Ja, zwischendurch, wenn die Nüsse fertig sind, so denkt er, oh, was gibt's denn hier noch so? Was kann ich denn noch rumknabbern? Ja, und dann fängt er an, da irgendwo an den Kabeln rumzuknabbern. So, dann hast du auf einmal eine offene Stelle, Kurzschluss oder Kriechstrom, Kabel berühren sich, man weiß es nicht. So, jetzt find aber den Fehler. Jetzt guck mal, wo ist da. Jetzt muss ich zum Fachmann, der. Wie läuft das ab? Da kommt so ein Zwischengerät zwischen der Batterie. Und im Wagen kommt so ein Zwischengerät, der misst dann, okay, Kriechstrom ist da. Dann kommen einzelne, also habe ich so jetzt von ihm gehört, ich weiß jetzt nicht 100%, ob ich das so behalten habe. Einzelne Sicherungen werden entfernt und dann guckt man, okay, ist immer noch Verbrauch da oder nicht. Wenn du Glück hast, die ersten 1 bis 5 Sicherungen findest du den Fehler. Und wenn du Pech hast, musst du kommen. Ich habe im Kofferraum... Habe ich weiß nicht genau, an die 20, 30 Sicherungen und vorne im Handschuhfachbereich ist auch nochmal so, ich glaube 15, 20, 25 Sicherungen. Also, und die sind sehr schwer, also hinten im Kofferraum hast du ja noch Platz mit den Händen, aber vorne in diesem Handschuhfach, das ist so Fusselarbeit da, das ist ganz wenig Platz und so tief drin. Ja, bis du den Fehler gefunden hast. Alter Schwede, ey, so was so eine Ratte, so eine dreckige Ratte und so ein Marder anrichten können, ey, boah. Batterie tief entladen, der ADAC-Mann kam mit so einer Starterbatterie und damit kannst du normalerweise LKWs starten, ne? Hör mal, angeschlossen, nix lief. Erst als er seinen eigenen Wagen, der hat ja so ein computergesteuertes Teil, an meinen Wagen, dann haben wir den Wagen, ich glaube, 5 oder 10 Minuten lang geladen mit einem laufenden Motor, bis der mal genug Energie hatte, um, wie gesagt, anzufangen zu arbeiten. Halleluja, ey, mein lieber Scholli. Das, weißt du, was so eine kleine, und ich hatte ja in meinem alten Wagen, hatte ich so ein Piepsgerät, wenn du den Wagen ausgemacht hast, hat er angefangen so ganz leise, also in so einer Frequenz, was die Menschen nicht hören, zu piepsen. Und das erschreckt dann irgendwelche Nagetiere so, weißt du, wenn die dann da dran kommen, in die Nähe, das Ding piepst ja die ganze Zeit und die kriegen dann so Kopfschmerzen davon und verkriechen sich dann, weißt du. So, jetzt muss ich so ein Ding anscheinend da vorne einbauen, so, ey, was da jetzt an Kosten auf mich zukommen, Alter, was ist das, Alter? So eine kleine dreckige Ratte, Alter, kann dich mal eben, was weiß ich, wie viel kosten. Alter Schwede, Junge, alter Schwede.
Oh, Jungs, alles klar, ey. Ey, unfassbar. Der guckt so rein. Guck mal, das ist so ein ADAC-Mann, ne? So, der hat ja tagtäglich mit so einer Scheiße zu tun. Der guckt so rein, sagt er immer zu, du hast Marder oder eine Ratte. Ich so, wie, Alter? Zack, da vorne voll die Nüsse am rumliegen, ey. Ich dachte, das ist irgend so Staub oder Dreck oder irgendwas, weißt du? Auf einmal sehe ich diese Nüsse, der hat da sich die Nüsse geballert, da, der Drecksvieh, ey. In diesem Sinne, abonniert diesen Kanal, hier gibt's Autovideos, hier gibt's Tipps und Tricks für Kraftsport, Real Talk Videos, Drohnenvideos, Alter, auf meinem Kanal geht's richtig rund. So, abonnieren, die Links in der Videobeschreibung abchecken, wir sehen uns, bis dann.